Konnichiwa minasan und hallo, willkommen zu einem neuen Video auf Japan World. Smartphones gehören zu unserem Alltag wie kaum ein anderes technisches Gerät und da ist es auch gar kein Wunder, dass es mittlerweile für fast alles eine App gibt. Ich will euch heute drei coole Apps zeigen, die eure Japan-Reise um einiges leichter machen wird. Also schnappt euch ein bisschen was zu knabbern, macht's euch bequem und los geht's! Ich habe ja schon einige Zeit in Tokio verbracht und auch wenn ich mich mittlerweile ziemlich gut auskenne, brauche ich teilweise oder sogar ziemlich oft Navigationshilfen, wenn ich von A nach B kommen möchte. Das ist zum Beispiel, wenn ich mit dem Zug fahre oder wenn ich irgendwohin laufe und ich kenne diesen Ort eben einfach noch nicht. Ich selbst benutze da immer drei sehr nützliche Apps, ohne die ich zugegebenermaßen ziemlich aufgeschmissen wäre. Übrigens, sollte euch das Video gefallen, freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst und Japan World abonniert. So bekommt ihr auch immer die neuesten Videos rund um Japan. Aber legen wir doch mal los. Die erste App, die ich sogar sehr, sehr oft in Japan verwende, heißt Maps.me. Und ich muss zugeben, die hat mir auch schon ziemlich oft den Hintern gerettet. Ich hatte nämlich schon ziemlich oft das Dilemma, dass ich eine gewisse Adresse gesucht habe. Und ich wusste auch ungefähr, wo das ist, aber eben nicht genau. Und ich konnte eben unterwegs ohne SIM-Karte auch nicht einfach mal kurz bei Google Maps im Internet gucken. Da war natürlich die Offline-Karten-App Maps.me ziemlich nützlich, weil ihr könnt dann auf euer Handy Kartenmaterial einer Stadt, einer Präfektur oder gleich von ganz Japan laden. Also, ja, sehr einfach. Es ist wirklich wahnsinnig hilfreich, wenn ihr auch ohne Internet navigieren könnt, weil die Daten von den ganzen Karten und so sind ja schon auf eurem Handy. Das kann wahnsinnig wichtig werden, wenn ihr euch zum Beispiel mal verlauft oder ihr den Weg zur nächsten Zugstation sucht. Die App besitzt auch noch eine praktische Navigationsfunktion, wobei ich diese eher weniger verwende. Ich bin da so, ja, Freestyle unterwegs oder verlaufe mich eben Freestyle. Und glaubt mir eins, ihr wollt euch nicht ohne Offline-Karten in Tokio verlaufen. Hatte ich schon, hat mir nicht gefallen. Und damit bleiben wir auch gleich beim Thema Navigation. Zugfahren in Tokio macht riesig Spaß. Ich meine, so richtig, richtig, riesig Spaß. Ihr habt kaum Verspätungen, ihr kommt überall hin und vom Preis her geht das auch echt klar. Okay, es kann jetzt mal passieren, dass ihr im Abteil so ziemlich zerquetscht werdet, weil einfach viel zu viel los ist, aber hey, ein bisschen kuscheln ist doch auch ganz nett, oder? Was aber, wenn ihr nicht mal euren Zug findet, weil zum Beispiel in der Shibuya Station so viele Linien ein- und ausfahren, dass man glatt mal sowas von den Überblick verliert? Boah! Ja, schnell zum Handy gegriffen, Google Maps und scheiße, ich habe ja gar kein Internet. Für so einen Fall ist die Tokyo Railway Map aus dem App Store sowohl Android als auch iOS genau das Richtige für euch. Dieser kleine Helfer ist wie Maps.me eine kleine Offline-Map, die euch mit nützlichen Navigationshilfen oder auch Direktnavigation ziemlich gut dabei hilft, von A nach B zu kommen in Tokio. Das funktioniert ganz einfach. Ihr gebt an, wo ihr einsteigt und wo ihr aussteigen möchtet. Und dann wird euch angezeigt, mit welcher Linie ihr fahren müsst, wo ihr umsteigen müsst, wo ihr aussteigen müsst und so weiter und so fort und sogar wie lang es ungefähr dauern wird. Das Ganze ist ziemlich übersichtlich und so kann es euch auch nicht passieren, dass ihr wie ich anstatt nach Shibuya nach Yokohama fahrt. Wie das passiert ist, weiß ich bis heute noch nicht. Die letzte App im Bunde ist für all diejenigen, die wie ich Wert auf gutes Essen legen und auch gerne vorher wissen möchten, ob es das Geld wert ist, das man denn bezahlt. Die Rede ist von TripAdvisitor. Das gibt es sowohl als App als auch als Webseite. Ich benutze diese App, wenn ich in Tokio bin, sogar wahnsinnig oft, weil ich immer mal wieder woanders da essen gehen möchte und ich bekomme da auch wirklich nicht nur Restaurants, Bars etc. in meiner Umgebung angezeigt, sondern auch ein Ranking, was eben ziemlich gut bewertet wurde oder ziemlich schlecht. Und diese Bewertungen kommen von ehemaligen Gästen, also von echten Leuten, die das Ganze probiert haben oder dort gegessen haben und gesagt haben, es ist gut oder es ist eben nicht so gut. Außerdem wird euch das Preisniveau angezeigt, was es euch ein bisschen leichter macht, ein Tagesbudget einzuplanen, wenn ihr irgendwohin essen gehen möchtet. Ihr könnt auch Selbstbewertungen verfassen, was es dann anderen Menschen auch wieder einfach macht, das passende Restaurant zu finden. Leider gibt es einen Wermutstropfen, das Ganze setzt eine aktive Internetverbindung voraus. Das heißt, mal so unterwegs gucken ohne Internetverbindung, schwierig.
Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich von zu Hause aus, dort wo ich Internet hatte, mir schon mal das Zeug rausgesucht habe, mir dann Screenshots gemacht habe davon auf dem Handy und mir auch gleich die Position, zum Beispiel in maps.me, gepinnt habe, damit ich es auch auf jeden Fall finde, weil ich hasse es, wenn ich Hunger habe und ich muss das Restaurant suchen. Am besten schaut ihr einfach mal auf der Webseite vorbei oder ladet euch die kostenlose Android- oder iOS-App auf euer Handy. Ihr seht also, es gibt ziemlich viele nützliche kleine Apps, die eure Japan-Reise um einiges leichter machen, auch wenn ihr kein Internet am Start habt. Und das waren natürlich nicht alle Apps. Falls ihr noch welche kennt, schreibt sie doch unten in die Kommentare, so bekommen wir so eine kleine Sammlung von nützlichen kleinen Helferlein für Japan-Reisen und es profitieren alle davon. Ansonsten wünsche ich euch einen richtig, richtig tollen Sonntag, viel Spaß beim Chillen oder sonstigem und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei Japan World. Bis dahin, Matane!